Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch in der Frostgipfelsenke und müssten auf den Spuren von Ameriden sind wir. Wir müssten uralte Transformatoren aktivieren, um Strom umzuleiten, der dann auf dieses eisige Tor hier umgeleitet wird, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau das gefrorene Tor. Und ich denke mal, dann wird dieses Tor geöffnet. In der letzten Folge waren wir ja hier unten, haben hier irgendwo in dem Bereich die Wegmarke gemacht, beziehungsweise den Transformator. Und dann hatte ich ja schon gesagt, dass ich den nächsten erstmal ohne Aufnahme hole, weil es ein ganz schön langer Weg zu laufen war. Das will ja keiner mehr sehen. Und hier sind wir nun. Den haben wir jetzt auch aktiviert. Und wir können zum nächsten, der da oben ist. Das machen wir jetzt mal. Wir müssen auch noch zurück in diese Ruine, aber ich weiß nicht, wie wir da reinkommen. Vielleicht von hier oben. Müsst ihr mal schauen. Vielleicht geht das erst, wenn dieses Tor auf ist. Ich weiß es nicht. Na komm. Hallo? Oh. Hier waren wir ja schon mal vor etlichen Folgen. So, kommt da jetzt noch einer? Ziehen. Einer noch, dann dahinter ist das Tor. Es ist nicht mehr weit bis zu dieser alten Findfestung. Ja, Diggi, ich weiß. Ich weiß. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was uns dort erwartet. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein paar Trash-Gruppen haben, weil die respawnen ja hier sekündlich. Es würde mich wundern, wenn jetzt hier keine mehr sind. Wäre dies eventuell eine Option, zu dieser Ruine zu kommen? Wir kommen zumindest zu der hier, aber nicht zu der. Aber ich würde gerne mal gucken. Ob es da hinten weitergeht, beziehungsweise ob der Weg sagt, ey, du gehst jetzt hier wieder runter oder ob wir da oben bleiben. Weil ich auch nicht weiß, ob wir hier schon lang gelaufen sind. Ich denke mal eher ja. Vielleicht geht es auch hier oben weiter. Es war jetzt auch wieder ein Weg zu laufen, aber. Ah, siehst du, wir waren noch gar nicht hier. Okay. Ja, dann weiß ich nicht. Machen wir jetzt das Tor oder versuchen wir dahin zu kommen? Ist das nicht schon die Ruine? Das ist sie schon. Ja, komm, dann. Gehen wir doch mal gucken. Ich hoffe, wir müssen hier nur was einnehmen und keinen Riss oder sowas schließen, aber es War scheint. Kendricks Gehilfin hierhin unterwegs? Jawohl. Wo können wir es einnehmen? Hier können wir es einnehmen. Nigels Aussicht. Ich kann es kaum erwarten, Nigels Aussicht zu erkunden und dort Nachforschung anzustellen. Der Entdecker Sir Nigel hatte während seiner Reisen durch das Frostgipfelgebirge unter anderem auch diese Ruine aufgesucht. So vieles, was ich über diese Region erfahren habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen und Skizzen. Umso mehr schmerzt es mich, dass er derart wenig Anerkennung erfahren hat, insbesondere verglichen mit Bruder Genity oder sogar diesem Krämer der Trivialitäten, Filiam, ein Bade. Ich frage mich, ob ich wohl hier herausfinden kann, welchen Zweck Nigels Aussicht ursprünglich gedient hatte. Ihr alter Tevinter-Name ist natürlich längst in Vergessenheit geraten, aber ich bin mir sicher, dass sie zu ihren Ehren eines alten Gottes erbaut wurde. Die Frage ist nur, welcher von ihnen war es? Wenn ich es herausfinden könnte, Harding sieht mich natürlich jedes Mal streng an, wenn ich auch nur andeute, ich könnte ja irgendwann mal einen Spaziergang dorthin unternehmen. Sie beharrt darauf, dass es zu gefährlich ist. Sie macht sich einfach zu viele Sorgen. Aus Colettes Forschungstagebuch. Ich glaube, ich sollte nicht anfangen, so früh aufzunehmen.
Was haben wir denn hier? Kaum lesbare tewinterische Inschrift. Folgendes wurde mit zittriger Hand in den Stein geritzt. Flieht, wenn ihr könnt. Wahnsinn hat die Stille gefüllt. Kehrt nicht wieder hierher zurück. Okay, eine Warnung. Wovor? Tewinterische Inschrift. Ihm, der das Geflecht der Weisheit webt, weihen wir diese Zitadelle. Drachen der Geheimnisse, lass deinen treuen Dienern deine unbeschreibliche Wahrheit zuteil werden. Verleih uns Augen, die das Dunkel durchdringen und Seelen, die die Wunden deines Labyrinths ertragen. What? So. Ja, es ist heute Samstagmorgen, es ist 8 Uhr. Gestern Abend noch gearbeitet. Muss die Folge aber jetzt aufnehmen, weil sonst heute keine mehr kommt. Das heißt, fix aufnehmen, fix hochladen und weiter aufnehmen. So ist das Programm für heute. Kommen wir da hinten. Geht das? Geht das? Und nochmal? 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 Und nein, da war was, da stand irgendwas, da war also Action, also kurz vorm Ziel, Mensch. Probieren wir es nochmal. Ja, und so früh morgens, gerade erst den ersten Kaffee aus, weißt du. Ist ja. Ja, es ist schön, dass ihr da so locker flockig. Da sind wir doch. Wir können hinaufklettern. Achso. Klettern können wir. Ja, weil ich sagen wollte, dann bin ich halt noch nicht so richtig da. Also was Vorlesen angeht und. Oha, was bist du denn? Ich will es nicht wissen und ich will es auch nicht kennenlernen. Jetzt ein bisschen Gold und eine Leiter. Guti, jetzt ging da ja noch eine Stufe bzw. Treppe runter. Dann schauen wir mal. Irgendwas haben wir jetzt hier noch zu erledigen. Da steht sie, Colette. Wir gucken uns erst noch um. Was ist das? Nein! Achso. Nein. Ernsthaft. Nein. Ich ahne es. Dieser Berg ist hohl und Labyrinth und Action und Sterben. Ja, ich bin sofort bei dir. Ich guck nur mal eben. Hier ist noch was zum Lesen. Colettes Notizen, eine Reihe detaillierter Zeichnungen, die sowohl die Inschrift als auch einige Glasscherben um die Umgebung zeigen, folgen auf verschiedene säuberlich verfasste Notizen. Zwei stande noch, sie fällten 60 von uns, bevor wir triumphierten, ein Atemzug auf der Jagd, um die Flachländer zur Ruhe zu betten, sie sind der Obhut der Herren würdig. Eine Inschrift entdeckt in einer Tewinter-Ruine in der Frostgipfelsenke. Allerdings ist sie nicht tewinterisch. Die Art der Schrift und die umgebenden Symbole kennzeichnen den Text als Werk der Avar. Nur wenige Stammesmitglieder konnten schreiben. Wurde dieser Ort womöglich von einem Anführer oder Augurin gekennzeichnet? Wir wissen nur von wenigen Flachländern, die zur damaligen Zeit in diesem Gebiet waren. Glassplitter in der Gegend deuten auf Templer hin, die vor langem dort waren. Ich habe einige Proben vorbereitet, um Professor Kenrick um seine Meinung zu bitten. Okay, und da ist noch was. Die Jagd auf den Dämonenwolf. Was? Die Botin lief dem Weg entlang, die Schritte wurden schwer. Um ihre Hilfe zu erflehen, erreichte sie den Jägerwehr. Emiridan in Drachenhaut, Harion im heiligen Stahl, sie traten vor, empfingen sie und sahen ihre Qual. Im tiefen Bohr, die Botin rief, ein grausige Bestie lauert. Bei Nacht sucht sie sich ihre Beute und niemand überdauert. Drei tapfere Seelen führten sie ins tiefere Moor hinein. Doch als die Sonne unterging, der Jäger war allein. Der Mond zog seine Bahn hinauf, ein Schrei durchdrang die Nacht. Im Silberschrein die Jäger sahen der Bestien ganze Macht. Sie war ein Wolf und doch auch nicht so groß wie Förster Tod.
Das Nichts umspielte ihren Leib und ihre Augen glühten rot. Gedankenschnell, die Jäger trieben den Dämonenwolf zurück, doch Sterblichkraft war nicht genug, noch hatten sie kein Glück. Ein Prankenhieb, erschreckend stark, fuhr auf Emeridan herab. Durchs Moor er flog und endete in einem feuchten Grab. Der Wolf riss seine Fänge auf, schloss sie um Harrens Bein, er packte ihn und zog ihn fort aus dem Mondenschein. Das Moor war still, dann rührte sich Emeridan, er konnte stehen. Sein forschend Blick durchdrang die Nacht, doch niemand war zu sehen. Nur Harrens Schild blieb noch zurück, zerstört und voller Blut. Den Tod der Bestie schwor er sich Emeridan in seiner Wut. Mein Gott. Der Wolf erbrachte unterdessen Harrens in seinem Bau, in eine Höhle tief und fern, erfüllt von trüben Grau. Kein sterblicher Wort je entronnen, doch Harold war ein Held, er kämpfte, um sich zu befreien und seine Rückkehr in die Welt. Sein Arm war frei, so schlug er zu, ein Auge war sein Ziel, die Bestie schrie und rannte fort, als Furcht sie überfiel. Verwundet in der Dunkelheit fand Harren einen Stein, erfüllt vom Nichts, so könnte er des Monsters Ende sein. Emeridan in Zwischenzeit kam bei der Höhle an, das Herz des Wolfes zu durchbohren, das war sein einziger Plan. Dem Weg der Höhle folgte er, mit seinem Spur vereint, und als die Spur schon endete, traf er auf seinen Feind. Emeridan griff tapfer an, die Bestie gab nicht nach, als Harren zeitgleich anderorts Dämonenzauber brach. Der Stein zersprang in tausend Stück, Emeridan schlug zurück, und im derselben Augenblick fanden Geist und Bestie Ruhe. Getrennt in tiefster Dunkelheit brachen die Jäger auf, gingen in Richtung Tageslicht den Höhlengang hinauf. Emeridan fand Harren vor, er konnte kaum mehr stehen, doch welches Glück empfanden sie, sich lebend wiederzusehen. Die Nacht verging, die Frage blieb, wo die Wahrheit letztlich liegt, denn jeder sagt bis heute noch, er habe allein gesiegt. Ja, das war mal ein langes, poetisches, ja. Inquisitor. Hallo. Ich wollte euch gerade eine Nachricht schicken. Ich habe etwas entdeckt. Was denn? Diese Inschrift. Sie ist nahezu vollständig verblasst. Bis auf dies hier. Zwei standen noch. Sie fehlten 60 von uns, bevor wir triumphierten. Ein Atemzug auf der Jagd, um die Flachländer zur Ruhe zu betten. Sie sind der Obhut der Herren würdig. Die Kennzeichnungen und Artefakte hier stammen aus Emeridans Zeit. Die Verweise sowie die Schrift wiederum deuten auf die Avar hin. Fahrt fort. Wie lautet eure Theorie? Ich muss eine vollständige Untersuchung durchführen und Professor Kenrick bitten, die Stätte selbst in Augenschein zu nehmen. Aber das hier könnte ein Tribut an Harren und Orinna sein, Inquisitor Emeridans Gefährten. Die Tribute, okay. Was könnt ihr mir über Orinna erzählen? Orinna war eine Alchemistin aus Orsama. Es heißt, sie sei Emeridan begegnet, als sie einen Dämon bekämpfte. Warum Emeridan dort war, ist jedoch unklar. Dämonen kommen in den tiefen Wegen nicht allzu häufig vor. Aber zur damaligen Zeit stellten sie ein Problem für die Inquisition dar. Orinna wusste, dass ihre Hilfe von Nutzen sein würde. Also schloss sie sich Emeridan an. Wenn sie Orsama verlassen hat, muss sie fortan eine Oberflächlerin gewesen sein. Sie wandte sich vom Stein ab, aber es heißt, sie habe es nicht wirklich bedauert. Manche behaupten, sie hätte einem der Adelshäuser Orsamas angehört. Aber wer weiß das schon? Sie hat ihren Nachnamen an der Oberfläche nie benutzt. Und da sie verbannt war, wurde ihr Name vermutlich aus sämtlichen Familiendokumenten gestrichen. Professor Kenrick hat die Halle der Bewahrung in Orsama gebeten, ihm Zugang zu ihren Aufzeichnungen zu gewähren. Seine Bitte wurde jedoch abgelehnt. Was wisst ihr über Harren? Als der Templerorden gegründet wurde, war Sir Harren einer von ihnen. Und obwohl er nie einer ihrer Anführer war, ist er vermutlich der berühmteste unter den ursprünglichen Templern. Seine Bekanntheit beruht vor allem darauf, dass er einer von Inquisitor Emeridans Vertrauten war. Sie kannten einander seit ihrer Kindheit. Sie standen sich also nahe. Sie waren Freunde. Als Emeridan zum Inquisitor ernannt wurde, war davon auszugehen, dass Harren eine Position in seinem inneren Kreis bekleiden würde. Einige wenige Balladen über sie sind noch erhalten. Balladen voller Abenteuer, die alle ein glückliches Ende nehmen. Ich weiß nicht, ob sie wahr sind. Aber sie erinnern mich an meine Brüder. Wie kommt ihr darauf, dass sich die Inschrift auf Harren und Orinna bezieht? Es ist nur eine Theorie.
Aber das Alter der Kennzeichnungen und Artefakte hier stimmt mit dem zeitlichen Ablauf überein, den wir Emeridan zuschreiben. Wir wissen, dass Emeridan und seine Gefährten in gewaltsame Konflikte mit den Avar gerieten. Und ich habe im Ton einige Glasscherben gefunden, die von fein verfärbten Adern durchzogen sind. Sie sind blau, wie Artefakte der Templer. Der Templer? Die Templer waren zu Emeridans Zeit ein noch junger Orden. Angesichts ihrer geringen Zahl dürften sie den Einflussbereich der Kirche kaum verlassen haben. Es war also unwahrscheinlich, einen von ihnen tief in unerforschtem Gebiet anzutreffen. Außer er hatte einen Grund, dorthin zu reisen. Wie Harren. Mhm. Was ist hier passiert? Emeridan und seine Gefährten kämpften gegen Harkons Fänge. Sie waren in der Unterzahl, aber Emeridan hatte eine Pflicht zu erfüllen. Könnte es Emeridan und Telana womöglich gelungen sein, Harkons Fängen zu entkommen? Was, wenn ihnen dafür jemand Zeit verschaffen musste? Wenn dies tatsächlich Harrens und Orinnas letzte Ruhestätte ist, dann ist sie nur deshalb noch erhalten, weil sich die Avar die Zeit nahmen, sie zu ehren. Ihr meint, sie erwiesen einem würdigen Gegner Respekt? Das wäre durchaus angebracht gewesen. Was werdet ihr mit dieser Information anfangen? Professor Kenrick wird detaillierte Aufzeichnungen über diesen Ort, Stein und Tonproben sowie jegliche Artefakte erwarten, die ich finden kann. Wenn Emeridans Geschichte erst vollständig erfasst ist, könnte diese Entdeckung hier ein eigenes Kapitel wert sein. Ach, vielleicht werde ich sogar auf der Innenseite des Einbands genannt. Oha, okay. Ich danke euch, Colette. Inquisitor? Tribute der Vergangenheit, würde ich mal sagen. Okay. Ich befürchte fast, wir können das hier nur am Tisch öffnen. Diese ominöse Tür, dass das eine Mission ist, hat ja gerade irgendwas gezeigt. Dann müssen wir nochmal zurückkommen und this door open. Ja, wir können jetzt nichts machen. Okay. Muss ich das zwischen den Folgen machen? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's zum Eisigen Tor und dann gibt's Haue, glaube ich. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.